So viel zur Diskretion. Super, dass sie einmal alles verraten, aber... Hey, wo sind meine Batterien? Ja. Ich gehe ja schon hin. Damit können wir auch schon noch die Umgebung hier von der schönen Insel beobachten. Was sehr schön ist. Da hinten ist, glaube ich, ist ja auch noch ein Haus. Und hier müssen wir rein. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Der sieht auch richtig alt aus. Ein kleines Minispiel, was jetzt nicht so schwer ist. Und er läuft. Mehr oder weniger. Aber wir können, glaube ich, sogar reinschauen. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Können wir nicht? Ja, links. Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Genau. Da hat man einen schönen Blick eigentlich aufs, auf dem See. Auf den See. Und hier ist das Ding, das läuft noch, oder? Ja, das läuft. Schön Licht von innen nach draußen. Und eigentlich können wir ja schon reingehen, zu Alice zurückgehen, ja, wenn wir jetzt auch tun. Aber wir können noch mal hier kurz gucken. Ganz schön hoher Berg. Naja, gehen wir mal rein. So, ah, sie scheint oben Alice? Zu sein. Schatz? Ja, ich komme ja schon. Aha. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Arbeitszimmer, na gut. Überraschung. Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt. Alan? Alice. Alice! In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Okay, was ist jetzt los? Alice, ich komme! Alles okay, ich komme! Boah! Nein. Was zum... Hilf mir! Ich bin unterwegs. Ich komme, ja. Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war.
Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. So, und wir wären nämlich jetzt auch nach dem Autounfall hier gelandet. Wir wissen nicht, was wirklich passiert ist. Stucky steht da. Und können eigentlich auch von hier aus dann weiterspielen. Oh, was gibt's denn da? Okay. Untersuchen. Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. So, wir können eigentlich hier auch gleich runterlaufen. Ich gucke mich erstmal kurz hier oben um und ja, es gibt nichts. Dann muss ich noch was anderes schauen und zwar die Manuskripte. Manuskripte. Okay, da habe ich wirklich schon alle irgendwie gesammelt. Die findet man ja einzeln in den ganzen Abschnitten. Das ist eigentlich interessant, weil man dann wirklich jedes Mal irgendwie andere Sachen erfährt, die dann irgendwie später im Spiel erscheinen. Ich werde ein bisschen spielen, wenn ich kein Manuskript finde, werde ich ab und zu mal eins vorlesen, damit man auch wirklich versteht, wie das denn hier weitergeht. Ja. Mal gucken, wie ich das hier aushalte mit den ganzen Horrorsachen, weil ein bisschen schreckhaft bin ich, glaube ich. Und Horrorfilme gucke ich nicht so gerne an, aber spielen tue ich sie gerne. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Eine lange Wanderung, da hast du aber verdammt nochmal recht. Ein guter, ja, Bekannter aus dem YouTube-Universum hat es ja auch schon versucht zu spielen, das Let's Play. Hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Der hat es leider nicht hingekriegt, weil da irgendwie Contents, jemand gehört hat, ja. Ich werde es nämlich jetzt spielen und mal gucken, ob ich es genauso gut spiele wie er. Er weiß schon, wer gemeint ist. Hm? Nicht wahr? Mr. G. Und er ist auch wieder da. Freue mich, dass er wieder da ist. Vielleicht kann er auch mal ein bisschen was kommentieren, wenn er was von hier sieht. Und das Auto ist gerade runtergefallen und wir können einfach mal einen schönen Spaziergang durch den schönen Wald machen. Die Grafik ist ja wirklich wunderschön, aber es ist echt, manchmal sind die Texturen auf HD ein bisschen verwaschen und das kommt ja nicht so gut rüber. Deswegen muss ich zugeben, dass es so mir sogar besser gefällt. Hallo? Und boah, ist das denn? Als in HD. So wie ich es gerade spiele. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Boah, schön zu wissen, wa? Asquick. Okay. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Ja, und so geht es eigentlich im Spiel immer weiter. Diese Manuskripte, die man dann immer findet, sehr genial gemacht. Man muss ich wirklich zugeben, aber es kommt dann nicht so rüber, als ob es eben ein Buch wäre, so mehr wie eine Serie und dann auch wieder das dazwischen. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Da war kurz einer, aber er ist irgendwie jetzt weg. Alles klar, zurzeit habe ich auch keine Waffe, da hoffe ich doch, dass da keiner kommt. Und ganz ehrlich, das nervt auch. Oben links, zur Tankstelle gehen. Ja, ich weiß, dass ich da hingehen muss, aber muss es denn jedes Mal ein Bild eingeblendet sein? Das nervt ein bisschen. Und da geht's ganz schön tief runter. Sehe ich eigentlich die Tankstelle? Da, die Tankstelle ist da hinten. Oh, das wird schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Vielleicht. Mal schauen. Aber erstmal muss ich da hinkommen. So, was haben wir hier? Gut dunkel. Könnte ich hier rüber? Gibt's da eigentlich noch was? Echt?
Schau mal kurz da drüben nach. Vielleicht gibt's da was. Nein, gibt's nicht. Lauf doch mal rüber da. So. Und rüber springen. Ja, natürlich verliert er ein bisschen Energie. Was ist denn jetzt passiert? Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hey! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fort! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut! Eine Anzahlung ist erforderlich! Ehrlich und fair! Oh. Ehrlich und fair! Mhm. Oh Mann. Jetzt wissen wir Bescheid. Karl Stucky. Den haben wir doch noch mal kurz gesehen. Das ist noch ein Manuskript. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Aha. Geht's hier lang? Nein, ich glaube, da würde ich sterben. Mal gucken, wie es weitergeht. Noch ist... Das Licht. Der müsste doch hier oben sein. Verliert! Mist! Das ist der neueste Trend! Zwei fliegen mit einem... Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Auf jeden Fall haben wir unsere Waffen und werden jetzt auch ein bisschen Batterie mitnehmen. 6 Stück haben wir. Na, zur Zeit läuft es. Während ihres Aufenthalts empfehle ich Ihnen Nordic Walking. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Sie schlagen ja zu zwei. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Hallo? Na toll. Jetzt können wir doch nicht mal Hilfe holen. Nicht gut. Jetzt haut mich jetzt aber bestimmt 5 Hocker hier. Ach du Scheiße. Na, noch haben wir das rechtzeitig geschafft und das Ding ist weg. Aber wenn mal wäre ich, glaube ich, da tot gewesen. Gut, aber wir haben es geschafft und können jetzt eigentlich weiter. Wir haben eine Waffe. Der Bulldozer war mit dem Büro über die Klippe verschwunden. Ich hoffte, Stucky ebenso, hatte aber nicht vor, hier zu bleiben, um es herauszufinden. Sehr gute Idee. Ich verzieh mich erstmal. Da geht's durch. Wow. Es gab noch mehr davon. Ah. Aber werden sie nicht lange überleben. So, so, was willst du? Natürlich lasse ich das nicht kommen, dass ich... Furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine...